YouTube, wir sind wieder zurück. Euer Lieblings-Backroom-Team ist in einer brandneuen Backroom-Map-Level, nenne wie du es möchtest, bei Inside the Backrooms, das beste Backroom-Spiel aller Zeiten, mit unserer Hintertürchen-Expertin Knu. Deine Anmoderationen sind wild. Ja, ich freue mich, sieht cool aus. Hat ein bisschen The Last of Us-Vibes, auch mit der Musik hier. Was ist das für ein Level? Irgendwas mit Grass, ne? Irgendwie Grass-Level. Ja, und Flowers. Slow, slow, hey, hier stop. Steht slow, stop. Was heißt, stop dürfen wir gar nicht hin? Glaubst du, dass es jetzt schon so losgeht? Oh mein Gott. Oh, was ist das? Was war das? Hier steht auch eine alte Spraydose. Escape. Oh, meinst du, das ist jetzt schon direkt der Einstieg? Left, ja, escape, es geht. Ja, guck mal, das ist ja jetzt ein neues Level, wo die Level eigentlich immer sehr schwer sind. Ja. Und ich denke, das geht jetzt direkt rein, sagen so, ey, ihr kennt die anderen Level, ihr seid nicht komplett verblödet, ja. Ihr habt es bis hierhin geschafft, jetzt geben wir euch voll die Packung. Ich glaube ehrlich gesagt auch fast. Hier steht auch irgendwas. Ich muss jetzt richtig hart auf die Fresse. Oh Gott, also soll ich mal testen? Ist ja eh egal, wenn wir am Anfang sterben, oder? Nein, ich kann dich ja nicht wiederbeleben oder so, du verlierst dein Leben. Ach so, stimmt. Guck mal, hier ist überall Stopp, aber hier ist ein Slow, das geht, aber... Gott, ich hab so Angst und hab Angst, dass wir uns gerade irgendwas einbilden, weil wir einfach schon zu schisserig sind. Vielleicht müssen wir hier so, ich weiß nicht, hier so durch? Ich lebe noch. Ja, ich auch, aber ich hab irgendwie Angst. Das macht mich schon sehr, sehr nervös. Das ist so gruselig, dieser Turm und alles. Okay. Guck mal, hier ist so ein Sicherungskasten. Den müssen wir wahrscheinlich... Ja, guck mal, da kann ich ran. Hier sind jetzt vier Sachen, die ich ein- oder ausschalten kann. Ich weiß es halt nicht, welches. Soll ich wieder Klusche Split probieren? Das war auch falsch. Ist auch falsch. Okay, warte, ich habe eins. Zwei. Was ist das? Oh oh. Ich hab's geschafft, irgendwas geht auf. Aber ich habe auch irgendwas sehr, sehr wütend gemacht eben. Hast du das auch gehört? Irgendjemand ist richtig, richtig wütend. Ich hab's auch gehört. Willst du rennen? Ich hab gerade irgendwie Angst, lass mal um die Kurve gehen. Also, die Schilder, da stand ja langsam, ne? Mhm, deswegen. Ich weiß nicht, ob wir rennen sollen. Was sind das für Geräusche, Kies? Alter, was ist das? Hörst du das? Ja. Das ist richtig spooky. Vor allem dann noch so schön laut im Gras rumstapfen. Das Gras ist richtig laut, ne? Ja. Es ist wie, als wir damals mit den Ratten im Tunnel gerannt sind die ganze Zeit. Okay, wo zur Hölle sind wir? Irgendwo in China im 100. Stockwerk? So sieht es nämlich aus. Oder im 1000. Schau mal runter, da ist gar nichts. Nur eine fliegende Plattform, die da wahrscheinlich nicht sein sollte. Würdest du richtig Panik bekommen, wenn du an so einem Ort wärst, du nach draußen guckst und siehst halt Wolken und wenn du nach unten guckst, siehst du halt auch nur noch mehr Wolken? Ja, hätte ich. Und niemand ist da, wirklich gar niemand. Du rufst, hallo, ist hier jemand? Aber es passiert einfach gar nichts, keine Reaktion, keine Geräusche. Auf jeden Fall. Du bist hier ganz allein. Doch, ich glaube, das ist deswegen fanden ja auch alle I'm Legend so cool, weil einfach dieses komplett allein sein ist ja schon so gruselig. Ganz allein auf dich. Hättest du Angst davor, allein zu sein? Ja. Also wenn ich jetzt wüsste, alle Menschen sind von heute auf morgen weg, ich hätte so Angst. Überleg mal auch die Nächte, die Ängste. Du kannst dich mit niemandem austauschen und fragen, was machen wir jetzt? Was ist los? Wie geht's weiter? Wohin soll ich? Wie lang geht der Strom oder sonstiges? Du kannst ja nichts fragen. Das ist einfach nur gruselig. Ja, ja. Das ist schon... Bist du jemand, der gut allein sein kann? Ja, sehr gut. Aber nicht, wenn keine Menschen mehr da sind und das System um mich rum nicht läuft. Also wärst du so jemand für so eine U-Boot-Mission unter dem Meer ein Jahr... isoliert für irgendwelche Reparaturarbeiten an einer Bohrinsel oder sowas? Ich glaube, das würde ich nur machen, wenn ich keine Familie mehr hätte und Single wäre. Dann wäre es mir egal. Aber ich hätte viel zu sehr Angst, dass ich irgendwie was Schlimmes passiert und ich da nicht da bin. Okay, die Notiz ist bei mir nur im Englischen. Bei dir auch? Ja. A highly hostile mutant creature is a humanoid composed of roots and plants. It feeds on human flesh in large quantities. Lacks vision, but has developed hearing and is thought is to use the environment okay, to its advantage. Okay, it can adapt with the environment to hide and detect presences from a distance. Das heißt, er kann uns von Weitem wahrnehmen und uns
entdecken. As well as attack unexpected. Ah, okay, also unexpectedly. It is recommended to pay attention to the surroundings at all times. Oh nein, wir müssen also quasi auf unsere Umgebung stealthy achten. Und versteckt, ja. Act stealthy and hide. The following pictures was taken by an explorer before he died. He got caught on something and couldn't escape. His name was Keystro. Ah, okay. Ja, es ist meine Geschichte. Das ist, glaube ich, so ein Monster, was wir dann irgendwann... Ich weiß ja nicht, ob es davon mehrere gibt oder nur einen. Na, 100% gibt es mehrere. Ich habe gerade meine Rotze hochgezogen, sorry. Wow, ja. Ach, ich finde es schön, dass du so ein Bauer bist und ich so ein Gentleman. Das passt irgendwie ganz gut. Finde ich auch. Bauer sucht Gentleman. Ja, Bauer sucht Gentleman. Deswegen wie das Format. Das Knuf von der Weide und der Dandy Man. Der Dandy Man. Ach, deswegen ist auch das scheiß Gras hier so laut, oder was? Guck mal, spring mal, das ist auch richtig laut. Shit, ja. Oh, wir haben auch unsere Dashen Lamp, ne? Die können wir unbegrenzt einsetzen, oder? Oh. Was war denn das? Bring irgendwie aber... Die Taschenlampe, können wir die unbegrenzt einsetzen, oder? Ich glaube, hier gab es keine Batterie. Oh. Boah, ich habe richtig ekelhafte Fingernägel. Ich auch. Ich auch. Echt, du hast auch so wie, also ich bin ja in Character. Ich auch, fühle ich sehr. Hast du denn echt auch so richtig ekelhafte Fingernägel? Ich habe jetzt tatsächlich seit langem mal geschafft, sie wachsen zu lassen, deswegen jetzt nicht mehr, aber ich hatte ganz furchtbare, ja. Okay, das wirkt so ein bisschen, als hätte die Natur die Zivilisation zurückgedrängt. Also ein bisschen The Last of Us, bisschen I'm Legend Vibes habe ich hier auf jeden Fall. Kann man diese Türen öffnen? Nee, die ist gesperrt. Oh je, jetzt wird es auch noch so labyrinthmäßig. Oh shit, easy. Ach, Sektor 3. Richtung. Sektor 3 ist hier. Ich muss sagen, sieht voll hübsch aus. Guck mal hier, so mit dem Licht, ne? Ja, voll schön. Wow, mir gefällt auch voll die Musik. Ich habe nur keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Jetzt hier ist ein... Ein Generator, oder? Nee, das ist eine Kiste. Jetzt habe ich Tomb Raider-Vibes hier. Aber das ist voll die Hightech-Kiste. Das ist eher so eine Borderlands-Kiste. Guck mal hier, eine rote 3. Mhm. Sektor 3. Was zu bedeuten. Ich muss sagen, jetzt habe ich so ein Tomb Raider-Vibes. Aber mir gefällt es, dass du in die Backrooms kommst und du weißt nie, was dich erwartet. Es wird so ein bisschen beschrieben. Aber mehr auch nicht. Ich habe dich gefunden. Hier ist noch eine Kiste. Da ist nur eine Antidepressiva drin. Ist hier noch irgendwo eine Zahl? Aber hier ist eine Kiste, die kann man aber nicht öffnen. Warte, irgendwie... Nee. Aber diese ganzen Backrooms sind irgendwie Note? Alle... Ja, aber die sind irgendwie alle auch erforscht, ne? I couldn't make it. I tried to find the code, but my injuries got the better from me. I saw the first number in Sector 3. The second one was in this room. Ach, hier muss auch noch eine sein. There one of those things seriously hurt me. I tried to look for the third number, but I don't remember it. It was in Sector 5 or in Maze Entrance. Ah... Okay, even if I had found the three numbers, I needed to guess the fourth number. If anyone... Oh mein Gott, hörst du das? Was ist das, ja? Beweg dich nicht. If anyone finds this, let them know that if they want to escape from here, they will need to the tool from this briefcase. Ach, wir brauchen das hier? Ach, hier, ja, interagieren. Ja, da muss der irgendwas. Code rein. Ach, da muss der Code rein. Okay. Kannst du da interagieren? Ja, ja. Ich kann nicht interagieren. Du musst warum? Auf den... Aber, guck mal, du musst... Aber was ist die Reihenfolge? Gibt es da irgendwie... Stand da was mit Farben? Mm-mm. Ich lese nochmal. I saw the first number in Sector 3. Das ist die erste Nummer. The second one... Die zweite Nummer was in this room. Na, ja, das ist die 3. Ja, okay. Genau. Dann verstehe ich also das. Also wir müssen das lesen, was kann er man sagt. Da schon was kannst du interagieren damit? Ja, ah, ja, du musst auf den Schlüsselding. Was hat er gesagt? Die zweite war in diesem Zimmer oder die erste? I saw the first number in Sector 3. Das haben wir doch, das war auch die 3 in Sector 3. Nee, in this room. Das ist derselbe Raum. Okay, es war die 3. Die 3 ist der zweite. Und in Sektor 3 müssten wir eigentlich nochmal kurz zurückgehen, weil da sind wir gerade vorbeigelaufen. Vorsicht. Echt, war das Sektor 3? Ja, da habe ich ja vorgelesen. Da stand ja Sektor 3. Ganz am Anfang, wo die Bambusstäbe sind. Das hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich sehe es. Oh no. Übernimm du, Knu.
Hier ist Sektor 3, ja. Das ist Sektor 3. Ja, das Ding hier ist Sektor 3. Genau. Oder da hinten ist irgendwo Sektor 3. Guck mal, da gibt's eine Tür. Genau, da steht's auch. Ich glaube nicht, dass das hier Sektor 3 ist, sondern das da. Ey, wir sind auch... Ich glaube, wir dürfen uns gar nicht mehr bewegen, wenn das Monster hier rumläuft, ne? Was ist das hier? Guck mal, hier ist noch eine Tür. Okay, so, was haben wir denn hier? Oh nein, das ist wieder so ein Schalterding. Oh nein. Da musst du die Reihenfolge rausfinden. 1, 2, oh geil. Nee. Sektor 5. Krieg das hin. Yes! Yes! Oh, Alter, ich hab einen Lauf. Ich bin eine Maschine. Das ist was ist das jetzt hier, Sektor 5? Ne, 3. Oh, guck mal hier, Pestizide. Oh. Damit kann ich ihn richtig fertig machen, den blöden, hässlichen Sack. Geil. Wie kann ich das benutzen? Benutzen. Oh, guck mal, ich hab so einen richtigen Spray. Und wenn das Vieh kommt, sage ich hier, zack. Wie hast du das ausgerüstet? Inventar mit I. Mhm. Ah, nice. Und dann kannst du es einfach benutzen. Geil, nice. Kann aber auch sein, dass wir damit auch vielleicht einfach nur Sachen, die blockiert sind. Oh, jetzt wieder Kistchen. Mit ganz viel Mama, ich will das aber jetzt erstmal wieder... Wie lege ich das wieder weg? Vielleicht F? Ja. Da hat es ganz viel Chili. Nehme ich mal so ein... Hast du mitgenommen? Ja, ich habe auch welche. Nimm noch ein zweites mit. Nimm mal lieber zwei mit. Ich habe schon zwei. Was ist das? Kann man nur zwei tragen? Ja. Also ich wieder die Taschen voll gemacht, die Frau Knu. Ja, ich habe extra gezählt, dass für alle was da ist. Aber in Sektor 3 haben wir jetzt ja gar nichts gesehen. Oder war das doch Sektor 3? Nee. Hm. War das ja 5? Schreibt jemand, die hat eine YouTube-Doku über mich gedreht. Was? Echt? Über mich kann man eine ganze Doku drehen? Ich will die sehen. Ja, werde ich mir angucken. Oh, hier. Das ist jetzt Sektor 3, ne? Weiß es nicht, weil hier nee, stand ja Sektor eigentlich 5. Sektor 5. Und hier ist aber eine 8. Sektor 5 ist eine 8. Okay, können wir uns das mal notieren? 5 ist eine 8. Boah, hier sind richtig viele Sachen drin. Mandelwasser, Schmerztabletten. Ich hab dir mal, ich lass dir mal hier was übrig. Wo bist du? Am Ende des Raums in Sektor 5. Bist du das oder das Monster? Was bist du? Holy das ist shit. Das Monster. Wie schnell bist denn du? Wo hast du das Mandelwasser gefunden? Hinten in der Kiste. Da hast du noch Mandelwasser und Pillen. Oh, hier ist... Ah, guck mal, Kisi. Komm mal her. Jetzt wieder hin. Ja, auf der anderen Seite ist es Mandelwasser. Ich glaube, dass du das mit den Pestiziden wegmachen kannst. Soll ich mal probieren? Ja, 100 pro. Benutzen, Achtung. Und, haben die da Bock drauf? Und dann gehst du auf I und benutzt es. Benutzen. Ja, ja, ja. Die werden runzlig. Nice. Oh, oh. Oh, das spürt der, ne? Ja, das macht ihn irgendwie gar nicht so happy. Aber ich brauche noch irgendwas. Ich brauche sowas wie eine Heckenschere oder so. Echt? Ich muss den, ja, man muss den Busch hier ein wenig zurecht schützen. Hm. Habe ich nicht. So ein bisschen wie bei The Last of Us, wo dieser Pilz spürt, wenn du anderen Pilzen was antust. Ja, jetzt hol mal da hinten das Zeug. Hat es bei mir gar nicht angezeigt. Es hat jetzt erst geladen. Geil. Okay, hier geht auch nichts auf, zu. Nee, wir müssen hier raus, Sektor 5. Wir brauchen dieses Tool. Wahrscheinlich braucht man das Tool. Ah ja, und dann kann man das öffnen. Um das hier zu zerhacken. Ja. Okay. Ich liebe das Level. Ja, jetzt schauen wir erstmal. Aber wo ist dann... Wenn das hier Sektor 5 ist, dann ist das da vorne doch Sektor 3. Hier war nämlich nichts drin, ne? Oder es ist halt dieser Raum hier, weil das ist ja, hier draußen ist ja Sektor 3, steht hier ja. Ja, muss das hier sein, ja. Ich dachte, Sektor 3 würde sich auf die Tür beziehen, dass man da halt dann in Sektor 3 reingeht. Aber hier muss irgendwo eine Zahl versteckt sein. Vorsicht. Hat hier was rum? Sorry. Oh, guck mal, da hinten ist nochmal so Grünzeug. Hier ist eine 3. In Sektor 3 ist auch eine 3. Okay, was war Sektor 3? 3. Und das andere war auch 3. Guck. Nein, nein. War das die erste Zahl oder so? Ich geh nochmal zu dem Kasten hin. Genau, hier ist eine 3. Und das andere war... Ah! 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 Oh mein Gott, also. Ich bin in eine fleischfressende Pflanze gestiegen. Oh shit. Oh mein Gott, please. Die erste ist Sektor 3. This room... Peace.
Ja, ich bin gerade am Entschlüsseln. Alright. Du machst das, ich vertraue voll auf dich. Lenk du die Pflanze ab und ich... Oh Gott. Ob ich drehe gerade ein bisschen durch? Nee, geht. Oh shit, bin ich irgendwie vergiftet? Nee. Ich hab's. Da ist wirklich eine Heckenschere drin. Komm mal zu dir. Ah, ist eher so eine Gartenschere. Wir können jetzt offiziell rumschnipseln. Wir können es richtig abschnipseln, du und ich. Geil. Nice. Richtig schöne Buschpflege. Ich glaube, dass wir vielleicht da vorne diese fleischfressende Pflanze mal eliminieren können. Kann ich machen. Warte, ich hab meinen Superspray. Soll ich sprayen und du hackstelst? Ich glaube, da musst du nur sprayen. Lässt er die vielleicht auch irgendwie so zurück? Oh, nice. Vorsicht, 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 der hat es jetzt gespürt. Wo ist der denn? Ich weiß nicht. Er ist blind, vergiss das nicht, ne? Ja, aber er spürt ja, wenn wir was machen. Der kam ja vorhin her, weil ich reingelaufen bin. Hörst du ihn? Ja, ich höre ihn. Wo bist du? Hier drin? Sollen wir mal die Tür hinten vielleicht... Ich bin in diesem Raum. Ach. Oder wollen wir erst die Tür aufschneiden? Genau, würde ich auch machen. Ey, wie läufst du wie so ein Catwalk-Model? Ich bin ja auch ein... Ich bin Model-Hobo. Mormog-Hobo. Hobo. Da musst du selber lachen, ne? Ich bin preisgekrönt. Ich habe einen Preis gewonnen damals. Auf der Straße. Amazing. Oh oh. Diese Geräusche machen mich irre. Okay, da hinten ist ein Spinn zum Verstecken. Das sind zwei Menschen. Ja, der Schwächere muss sterben. So, soll ich sprühen und du... Nee, du musst dich sprühen. Ich muss jetzt nur noch hier mit der Schere ran. Okay, mach mal. Guck hier, zack. Alter, wie cool, sogar mit so einer kleinen Scherenanimation. Geil. Guck mal, ich kann das hier wirklich alles so schön... Seh das süß. Oh nein, wir brauchen schon wieder irgendeinen Code, glaube ich. Nee, geht so auf. Lässig. Das Spiel ist voll rewarding irgendwie. So, Kisten. Oh yeah, Mann. Hier ist wieder eine Notiz. Geil. Backup Instruction. Find a laptop. Access the system by the next command. Log in username. Change username with the name of the team member. Once logged in, enter the command dddisk1. In order to access the data, enter the command start backup. Okay. Wait until the backup is completed. Ich habe einen Metalldetektor gefunden. Oh shit. Okay, du hörst schon, dass da draußen voll die Hardcore-Show abgeht, mm. ne? Oh nein, wir haben einen Metalldetektor. Mhm, das heißt, wir müssen irgendwas finden, oder? Bewegungssensor habe ich gefunden. Och, ach, das ist ein Bewegungssensor. Nee, ich habe einen Metalldetektor. Oder sieht deiner auch so aus? Warte, was hast denn du da? Nee, das ist ein Metalldetektor. Genau, und damit müssen wir irgendwas finden. Ich habe einen Bewegungssensor, ich weiß noch nicht, wo. System data corrupted, please use restoration drive to access the system. Okay, wir brauchen irgendwas, um das System hier wieder hochzufahren. Genau, ich denke mal, vielleicht muss ich jetzt irgendwelche Generatoren finden damit. Oder wir folgen den Kabeln. Oh mein Gott, da drin, da hinten ist der Wurzelmann. Oh Gott, ich weiß nicht, wie der auf uns reagiert oder ob wir wirklich einfach uns nur nicht bewegen müssen. Hey Wurzelmann, hier ist ein leckeres Knu. Nein, Kisi. Das funktioniert immer, die Scheiße. Hör auf. Ja, aber für was ist denn jetzt hier das Ding? Weiß es nicht. Es ist doch hier, was wir schon im ersten Level hatten. Ein nützliches Gerät, das ihnen zeigt, wo sich das nächste Monster befindet. Ich guck mal, das schlägt bei dir aus, Knu. Bist du das nächste Monster? Ich habe meine Periode, das passiert öfter. Oh Gott, ich weiß nicht. Oh oh. Oh oh, der will dich. Gut. Nein, der will gar niemanden von uns. Ich glaube, das Problem daran ist, dass der halt einfach random in unsere Richtung läuft und sehr schnell ist. Ja, und wir dann doch nicht mal mehr hier wegkriechen deinen können. Detektor. Vielleicht ist da irgendwie was im hohen Gras. Kann das passiert sein, dass da irgendwas zu finden ist? Passiert nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich den irgendwie anmachen muss, aber ich glaube nicht.
Okay, der hat sich weggebuddelt, der ist weg. Gut. Ja, was machen wir jetzt mit dem Ding? Gut, wo können wir denn noch Frage. Hin? Ah, das Labyrinth hinten, da wo aber wir warte, das... Aber warte, hier passiert was. Echt jetzt? Ja, ich hab was. Ja, warte. Moment mal, das Ding ist doch in der Erde, oh, ne? Oh, ja. Vielleicht muss man dann gleichzeitig gucken, ob es wirklich was ist, wo man braucht, oder ob es ein Monster hier. Ist, das sich vergraben hat. Ist hier was? Ich sehe hier nichts. Also hier soll irgendwas sein. Ja, okay, haben wir eine Schaufel? Kann es sein, dass wir die erst finden müssen, wenn wir den anderen Weg weitergehen? Ja, lass mal den anderen Weg weitergehen. Ah, hier. Wie, wo? Hier ist was. Ja, aber siehst du irgendwas? Mhm. Aber hier ist auf jeden Fall irgendwas. Ja, ja, warte. Boah, das geht ja richtig steil hier. Also geht's noch weiter? Also hier sagt er an, hier escalated's. Ja, und hier drüben ist es ja auch, oder nur an der Stelle, wo du jetzt stehst? Hier hört's direkt auf. Hier ist wieder da. Hier ist ich gehe mal in diesen Maze-Raum da hinten. Warte, ich komm mit. Komm mit. Ich glaube, wir müssen da hinten rein, wo wir vorhin lang wollten. Wo ja, da will ich jetzt auch hin. Hast. Oh, du bist schon wieder weg? Nee, ich bin in Sektor 3. Stehe hier und warte. Guck mal, hier ist noch was. Hier ist noch ein Raum. Ja, lass den mal abklappern. Ah, da waren wir doch schon drin. Das ist das mit der Kiste da hinten. Ja. Hä? Kommen die immer wieder neu? Ich wette, das Vieh kann die einfach setzen, weißt ja, du? Ja, ich glaube auch, wenn du eins kaputt machst, kommen wieder neue. Oh. Oh mein Gott, hast du es gehört? Ja. Oh Gott, Kisi, mit dir wäre ich nicht gerne alleine im verlassenen Haus. Warum? Ich bin doch du würdest richtig gut einen voll Schiss machen. Hier ist ein Zettel. Nein. Mir würdest du überleben. Let this note in case I didn't come back. I'm about to get in the maze in order to find the treasure and then find the way out. I know there are two exits. Well, pre-counting this entrance. Goodbye. Also er sagt, er geht jetzt ins Labyrinth. Wenn er nicht zurückkommt, na, wisst ihr Bescheid. Ich bin im Labyrinth. Er findet dort den Schatz und... Es gibt zwei weitere Ausgänge und halt das hier ist der dritte dann im Sinne von, das ist ja der Eingang. Wetten, dafür brauche ich jetzt den Metalldetektor, weil der uns zum Schatz bringt. Du kannst uns irgendwie durchmazen. Wenn du rennst, siehst du richtig dumm aus. Das höre ich öfter. Ja. Guck mal, die Dinger ploppen einfach so auf. Ja, deswegen, ich habe ja vorhin auch die Kiste nicht gesehen, weil die später erst gespawnt ist. Und was machen wir, wenn dahinter jetzt ein Monster ist? Schon mal so weit gedacht, dann dass man so direkt in die Arme wir, des Monsters steppt. Rechtzeitig spawnt. Weißt du was, ich nehme jetzt mal dieses Ding in die Hand da, dieses Monster. Ah, hier passiert was. Oh oh. Hörst du das? Ja. Wie so ein Affe irgendwie, ne? Ja, der kommt ja so. Mein Gott, da wird. Gott. Ey, da werden wir uns niemals. Oh, ich habe was gefunden. Oh, ich glaube, sowas haue ich mir jetzt auch rein. Ich hole mir mal so ein Gel. Dann können wir hier mal durchflitzen. Ich weiß halt nicht, was. Ja, das war geschmeckt. Ich weiß halt nicht, wo dieses Metalldetektor-Zeugs macht. Piep, piep, piep. Oh, oh, hier ist ein Arschloch. Wo bist du? Wow. Bist du tot? Nö, wo bist du? Bist du jetzt gerade durch das Gebüsch durch? Oder ja, bist du aber ich sehe dich nicht. Wo bist denn du? Ey, wir haben immer das gleiche Problem, ne? Jo, wo bist du hin? Ich bin jetzt da, wo die Kiste war. Ah, da, hier hinten. Ich bin bei der Kiste ja, ich auch. Irgendwie, oder? Ich laufe auch zur Kiste, warte. Hier sind irgendwelche Viecher gespawnt, ne? Ja, ich höre es. Warte, bleib stehen. Ich komme zu dir. Dreh dich um. Ja, ich sehe es jetzt rechts. Ganz schnell rennen. Renn mir einfach nach. Kann man hier so durchflitzen. Sind noch überall. Ich hab was gefunden. Guck mal, das kann ich aufmachen. Oh, nice. Hier sind auch überall diese Kack-Fleischfresserpflanzen.
Ja, der. Da schon der wieder, kackt Vorsicht. Die. Warte, ich mach die weg. Was ist hier hinten? Einmal schön weggejist. Sind wir da nicht hergekommen? Nee. Nee, da sind wir nicht hergekommen. Weil der Raum da hinten sieht auch wild aus. Gehen wir erstmal in den hier. Ja. Sind wir hier nicht irgendwie schon gewesen? Das kommt mir so bekannt vor. Schon. Au, ich bin. Nein! Oh! Boah, wie fies. Oh, ich brauche erstmal ein Mandelwasser. Die werden uns doch richtig abpacken. Hier die Tür. Ah. It's blocked by some object. Hä? Sind wir nicht. Aber in den Raum sind wir nicht. Durch die Tür. Ah, nee, guck mal, hier ist die Treppe. Ja, ja, wir müssen hier weiter. Ja, warte, ich komm. Hey, hol dir mal so ein Gelee rein, dann bist du schneller. Was ist da hinten? Da sind wir doch hergekommen. Sonst müssen wir die Treppe gleich hoch. Aber wir gucken jetzt mal, weil da hinten... Nein, die Treppe, da sind wir hergekommen. Meinst du die... Ah, stimmt. Hol dir mal so ein Gelee rein. Hab ich. Ja, dann let's go. Voll auf Gelee, wir zwei. Oh, voll auf Gelee. Bruder, voll auf Gelee. Oh, die Kirche. Bruder, habt ihr Gelee reingedrückt? Einmal Gelee-Minze, bitte. Oh, hier kannst du mit drauf. Warte. Warum macht er das nicht? Keine Ahnung, du musst es auswählen und dann kannst du ja so. Und dann kann ich jetzt mit meiner Heckenschere ran. Gucken dann. Nice. Das siehst du eigentlich, wie das so wegbröselt? Ja, das ist voll süß, wie es wegbröselt. Voll cool. Aber das andere kriege ich nicht weg. Ah, jetzt. Da musst du die extra Tür nochmal machen. Hin. Hier ist auch ein Button. Irgendwie so das Gefühl, dass... Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt in diesem Labyrinth noch was finden mussten. Ja, bestimmt müssen wir da irgendwas finden. Push the Button. Oh nein! Wow. Oh nein. Alter, guck dir das hier an, das ist eine riesige Kathedrale. Geil. Ach du Heilige. Was ist da um die Ecke? Wollen wir da nicht mal lang luchen? Alter, das ist ja. What? Das davor war gar nicht das Labyrinth. Das war quasi das Vorlabyrinth. Das hier ist das echte Labyrinth. Willst du deswegen kurz mal um die Ecke klupschen? Bevor es heißt, um die Ecke finden sie das nützlichste Gadget, um dieses Labyrinth zu finden. Ach, hier gibt's nichts. Mit Ruhe. Na doch, hier gibt's was. Warte, hier ist erstmal wieder so ein Pflanzenvieh. Schön. Blocked. Das ist, glaube ich, der Ausgang. Okay. Da vorne ist eine Kiste. Hast du da schon reingeguckt? Ja. Kannst noch ein bisschen Mandelwasser holen. Das mache ich. Ich hau mir noch ein Gelee rein. Wie du das reinfrierst, einfach nur. Oh, geil, Alter. Geil. Richtig geil, Mann. Da noch so rülpst. Ist das schön klebrig und süß. Okay. Ballengelee. Also ich würde sagen, wir gucken auf jeden Fall, dass wir jetzt zusammenbleiben. Was ist zusammenbleiben? Erklär mir das mal genau. Dass ich dir jetzt am Arsch kleb. Oh oh. Ach so. Was war Hast das? Hast du gerade gehört? Ja. Keine Ahnung. Die Pflanze hat Durchfall. Ich glaube, das Tricky ist jetzt, ich nehme jetzt mal meinen Metalldetektor, dass wir jetzt irgendwann so ungeduldig werden, so schnell rennen, dass wir in voll die Viecher reinlatschen. Denkst du? Ja. Und es wird dunkel, irgendwie. Irgendwie wird's dunkel, ne? Oh nein, das hat auch noch so ein... So, ich meine, wir haben ja Taschenlampen. Vielleicht hat das auch wirklich noch so einen Tag-Nacht-Wechsel. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, nimm nicht du! Die schmeckt besser. Nein! Die ernährt sich besser als ich. Hör auf, das immer zu behaupten. Genau das meine ich. Oh, jetzt kommt der hier vorbeigesteppt, der Sack. Nun schmeckt richtig gut. Nee, heute gar nicht. Richtig zäh und trocken. Kaum genießbar. Bin ausgebrannter Familienvater. Ich schmecke garantiert nicht. Doch, ich glaube, du schmeckst noch so richtig gut, weil du jetzt wieder richtig viel Speck bekommen hast. Deine Muskeln wurden jetzt zu Speck. Und ja, das ist natürlich saftig, ne? Ja. Jeder mag den Geschmack von Speck. Ja, voll. So ein Speckknödel ergießt so. Ich bin knorpelig, weißt du? Mir ist... Gerade nicht so lecker. Dran, du bist so, ja, bist so knochig und bestehst eigentlich nur aus 10 alten Muskeln. Genau, so richtig. Du bist so ein bisschen, als würde man Sylvester Stallone essen wollen.
So diese getrockneten, kennst du diese gebrockenen Beefs? Ja, du bist so, ja, du bist so Beef-Jerky. Also die schmecken noch eigentlich gut. Ja, ich mag die auch gerne. Ist halt so richtig Hundefutter, ne? Ja. Oh, was ist das hier? Wow. Ich meine, keine Ahnung, da oben ist ein Kelch. Oh, guck mal. Ich hab einen Kelch mit Wasser. Was kann der denn? Informationen. Der ist doch gar nicht golden. Ja, hier steht antik und golden, aber es ist Silber, das Ding. Ist nicht mal. Na, okay, es könnte Weißgold sein. Aber. Hast du den irgendwie eingesammelt? Ich hab den eingesammelt. Da oben war ein Kelch. Okay. Willst du ihn haben? Nö. Kann dir geben. Oh, das sieht ja schön aus hier. Was ist das denn? Guck mal, hier irgendwie das Glas oder so. Wie so ein Mechanismus irgendwie. Knackt und kracht. Müssen wir eigentlich am Ende noch in die Kirche rein? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich müssen wir Buße tun. Was für ein Monster? Oh mein Gott, was ist das da hinten? Oh nein. Okay, das wird richtig spritzig. Das sind Fleischies. Irgendwelche Tentakulis. Ja, die haben richtig Bock auf uns. Ich verstehe immer noch nicht, was der Metalldetektor soll. Wie macht mir das Sorge? Weil er zeigt nicht wirklich was an und wir buddeln nichts aus. Ich will nicht nachher die ganzen Orte noch was finden. Ich habe irgendwie Angst, dass die uns schnappen. Die sehen so richtig. Ach so, da sind Leute drin. Ja, da sind Leute drin. Das sind unsere Vorgänger. Hab ich irgendwie ein bisschen Angst. Ey, guck mal hier, der Laptop. Geil, ich habe eine Note. Oh nein, ich weiß nicht mehr. Ja, was muss ich da machen? Okay, we realized that only the team member with a blue badge had access to the system for safety. The instructions are stored in control room of Sector 5. Da müssen wir hin. Wir brauchen den Typen, der hier hängt. Ja, da war ich. Ich habe aber vergessen, was die Sachen waren. Genau, aber das ist nicht schlimm. Einer der Typ, der hier hängt, hat einen blauen Badge. Und den brauchen wir, weil damit können wir uns ins System einloggen. Das Problem ist... Ja, wir brauchen den Namen. Wir brauchen den Namen. Stand auf diesem Zettel. Genau, der wird wahrscheinlich... Hier ist eine Akte. Oh Gott, was ist das? Oh nein. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Das übernimmt Knu. Das ist so eine Knu-Ding. Wir müssen, glaube ich, jetzt einen der Typen, die da hängt, das blaue Badge finden, abnehmen und dann steht da der Name drauf. Weil der hat ja Zugriff. Aber wie töten? Wie kriegen wir das raus? Kann man das mit der Heckenschere irgendwie bearbeiten oder anspritzen? Ich spritze es mal an. Ja. Oh, da passiert was. Oh, da passiert was. Nice. Was passiert da? Research Team Raccoon, aber ist nicht blau. Nee. Nee. Müssen wir den anderen nehmen. Irgendwie schimmeln die so. Dann lassen die los. Ich hör mir auch mal meins. Ja, sehr gut. Guck du dir die mal alle an, ich spritz die los. Okay. Das kannst du gut. Das ist Hound, Research Team. Da stehen Nummern dran. Q718921. Aber es ist wie gesagt immer noch gelb. Okay. Dann der next one. Hier ist noch einer. Ah, nice. Die sind halt leider gerade alle gelb. Ich hoffe, White Rat. Weiße Ratte heißt der. Oh je, das wird so ein dummer Code sein, ne? Ich habe einen blauen, glaube ich, oder? Ja. Nice. Black Mamba ist auch mein Codename. Interessant. Ich glaube auch, dass wir grün und alles später auch nochmal abfotografieren müssen. Deswegen, ich fotografiere das jetzt alles. Der sieht so markant grün aus, aber hier, das hier ist Black Mamba. Das ist der Name. Ich fotografiere jetzt das alles ab, ne? Grün, Igel, weil wir brauchen das 100 pro nachher alles. Guck mal, auf dem Zettel war ja auch irgendwas mit Farben hier, ne? Die Notiz, das war irgendwie B und P und BP und 3711 P1. Yes. What? Ich fotografiere das jetzt alles ab. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles will. Ich weiß gar nicht, das ist mir ich wollte eigentlich heute einen entspannten Abend mit Knu, meiner Internetfreundin. Ja. Meiner Zweit-Internetfreundin. Die Haare-Freundin. Lobster, süß, da ist Lobster. Aber das wird kein entspannter Abend, es wird richtig ätzend. Es wird richtig ätzend, ne? Ein richtiger Kackabend, das ist richtig Arbeit. Dann habe ich mal Feierabend. Nie, Keister, nie. Anscheinend. So, White Red. Das ist 100 pro Code. So, was haben wir dann hier noch? Dann ist hier der Grüne. Weißt du, wenn jetzt dein super mega geiler Like My Style, der hier schon wieder sagt, bitte Keister, stell mich endlich ein,
wenn der das mal sich so notiert hätte, was da in diesem einen Raum 5, in Sektor 5 stand, auf dem Zettel, dann wären wir jetzt schon ein bisschen weiter. Vorsicht, er holt gleich seine Lösungsbuch-Skills raus. Wenn es dafür überhaupt Lösungsbuch-Skills gibt, das ist ja brandaktuell. Ich habe jetzt alles abfotografiert, ich fotografiere das jetzt auch nochmal ab. Und dann schicke ich dir das auch alles, weil ich glaube, dass wir damit... Hier, let us to go first ist 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sum the number 2 by 2. Sum the number 2 by 2. Concatenate the last digit separate by... Ach so. Warte mal. Ich habe doch gerade die ganzen Sachen abfotografiert und wir haben ja zum Beispiel jetzt zum Beispiel das Blaue. Mhm. So, wo ist es denn? Hier, Mamba. Ach so, da hinten sind noch Sachen, die Dinger kann man drehen. Genau, ah, steht RC, RC und dann 2. 0. Genau, dass du ja, die Nummer musst die du da einsetzen. Weil das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier ist ja auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hinten dran stehen. Also 6 Ziffern. Das heißt, er müsste theoretisch RC 720111, aber das P1 verstehe ich nicht. Das PB und soll P1. Soll ich mal rüberrennen in Raum 5? Ja. Du bleibst hier und ich flitze mal schnell rüber. Aber ich habe doch alles abfotografiert, ich kann auch mitkommen. Ja, aber wir brauchen ja nur diese Instruction, die kann ich dir ganz schnell durchsagen, weil wir müssen auf jeden Fall hier am Laptop was machen. Der hat ja gesagt, wir müssen irgendwas Backup-mäßiges am Laptop machen. Ich glaube, dass wir tatsächlich einfach das jetzt hier lösen müssen und dann bekommen wir was, um das überhaupt im Rechner zu machen. Das heißt, du brauchst ja hier nur das blaue Badge. Und oh, dann vor mir steht direkt dieses Wurzelfee! Das dort in Control Room. Muss gerade um mein Leben rennen. Okay. Genau, das heißt, ich glaube, dass wir das hier lösen müssen. Und wenn wir das hier in dem Code lösen, dann können wir in 5 überhaupt diesen Sektor drücken, weißt? Ich glaube nicht, dass du jetzt rüberrennen musst. Anders sicher? Ja. Weil da stand die Reihenfolge. Soll ich das mir nicht nochmal kurz angucken? Ich bin schon da gleich. Achso, ja, wenn es so schnell geht, dann let's go. Ich habe nämlich extra hier so den Speedy Gonzales-Saft mir reingeworfen und ich will's da schnell durch. Okay. Oh, der hat hier überall diese scheiß... Fleischfressende Pflanzen hingesetzt. Und dann sind mal ein paar Pillen. Ich bin total am Ende hier. Genau, dann gucke ich mir das mal hier an, weil... Oh, hier ist auch noch so eine Fleischfresserpflanze. Ätzend. To obtain the password, you must read the ID of the credential and follow the following steps. All letters go first. So, das heißt 720111. Add the number of 2 in 2. Von Moment, wo war denn nochmal der Laptop-Raum? Achso, da, wo wir die Heckenschere brauchten. Ja. I remember. Oh oh. In some IDs, so ein... step 3 will not be necessary. Ach, wir müssen es mit allen machen. Ist auch schon wieder machen. So ein Wurzelmann. Oh, ich glaube, bei mir auch. Ich glaube, wir müssen das mit allen IDs machen, ne? So, ich mache jetzt ein Foto von den Instructions mit dem Laptop. Yes. Ist es. Ah, jetzt nice. Muss ich das Passwort entern. Genau, und Passwort ist das, was wir jetzt rausfinden müssen und die ergibt sich aus der ID. Das heißt, hier steht der Example B-1. Ja, wahrscheinlich, genau. Wie gesagt, nur blau. Guck dir mal rein. Und okay, warte, Moment. Was ist die ID? Ich sag dir kurz, ich habe dir auch geschickt. Warte, ich mach auch kurz auf. So, die ID vom Blauen. Das ist R und dann P4. Das heißt also, wir müssen R und P zusammen. Also, das ist RP ist dann RC. Irgendwie? Das ist RC 72011. Ach so, du hast es. Wie hast du es fotografiert? Immer ah, vorne, hier. Dann hinten. Ja, Moment mal, aber wir haben ja dann hinten gar keine Zahl. Doch, die 720111. Ist ach, guck mal, der dritte Step brauchen wir dann gar nicht. In dem Fall nicht. Das heißt quasi, es wäre dann B. Also 9, 1, 2, wenn man die summieren muss. 9, 1, 2. Oder? Du nimmst dir immer 2. Du genau, nimmst dir 7 und die 2 zusammen. Zwei, genau, das heißt 7 mal die 2 sind 9, 1, 2, ja.
Nee, plus, nicht mal, oder? Plus. In der. Ah, stimmt, oder? Ja. Es ist plus, hast recht. Das heißt. Also 9, 1, 2. 2. Aber dann fehlt uns ja eine, weil der hat ja hier 4 Nummern. Aber weil es halt 11 ist, ne? Was 11 ist. Ja. Und. RC war es, ne? RC 9. Genau. Ich probiere es jetzt einfach mal. 9, 1, 2. RC 9, 1, 2. Ja. Yes, geil. So, was müssen wir jetzt machen? Dann haben wir das schon mal. Enter the command to access data. CD. Moment. Disk. Deine Finger sind irgendwie mir im Weg. Du musst da. Disk. Das hast du mir auch geschickt, ne? 01, ja. Disk 1 steht jetzt hier. Jetzt muss ich eingeben. Moment, jetzt muss ich eingeben. Hier steht. Start Backup. Genau, CD Disk 01. Create Backup. Start Backup. Final wait until the backup is complete. Nicht, muss man es zusammenschreiben? Da ist es auseinander mit Bindestrich halt. Sternchen, minus, Start, anderes Wort, Backup. Muss man das so eingeben? Glaub schon, oder? Musstest du das davor auch so eingeben bei CD-Disk? Nee, aber vielleicht den Strich. Mach mal, Strich. Start, Leerzeichen, Back, Up. Ja. Geil. Er kopiert die Daten. Geil. 10%, 20, 30, 40. War doch nicht so schwer. Also musste man doch nicht alle machen, siehst du? Ja, das hat mir nämlich gerade Sorgen gemacht. Backup completed. Geil, die Disk müssen wir jetzt rüberbringen. Das haben Und die... guck mal, ich habe eine Abkürzung geöffnet. Yay. Als du nämlich stuhlen warst. Ich habe mir einen Apfel geholt. Ich würde nicht im Spiel stuhlen. Obwohl, ich bin schnell bei sowas. Als du Schnellstuhlen warst, habe ich hier nämlich Big. Guck, zack. Yay, like a boss. Ja, ein bisschen schneller, als du Stuhlen sagen kannst. Ja, da, schau mal an. So. Vielleicht nicht schneller, als ich Stuhlen sagen kann. Boah, ich bin leider sehr unsportlich. Ohne, ich auch, ohne furchtbar, Zucker im ne? Blut. Furchtbar, die keucht schon nach 2 Schritten. Wie im echten Leben, du. Oh mein Gott, hier ist alles voll. Oh shit. Oh je, weißt du, wie das ist? Ja, man muss ganz oh leise. Shit. Oh Gott, nein! Es gibt schlimme Sachen mit meinem Gesicht. Ich bin da drin. Ah, shit. Kisi, ich glaube, ich werde sterben. Bist du wo drin? Hier drin? Bist du da drin? Ich bin drin, der ist nein, belegt. Ich bin tot. Oh, Kisi. Da konnte ich auch nichts machen. Oh shit. Wie soll ich denn jetzt hier den Ausgang wieder finden? Ah, da hinten. Ah, jetzt erstmal gucken, ob die Arschlöcher weg sind von mir. Ja. Oh mein Gott, furchtbar. Jetzt raus, Achtung. Ja. Warte, ich komm jetzt. Ja, da musst du ganz leise schleichen. Boah, mir geht irgendwie das Mandelwasser aus, du. Weil ich so oft in irgendwelche Pflanzen trete oder. Nicht. Einer ist gedespawnt, der ist verschwunden. Doch hier irgendwo gestorben, oder? Oh mein Gott, jetzt sind es 3. Ja, ja, da vorne liegt auch ein Päckchen. Ich sehe es nicht. Ah, doch, jetzt. Da geht's nicht. Sie sind blind, aber sie hören verdammt gut. Ganz langsam schleichen. Ich sehe mein Paket nicht. Das liegt an der Säule. Da steht er aber gerade. So ein gelber Kasten ist das. Ah, ich sehe es. Oh, Vorsicht, die sind ultra nervös. Okay, Licht dürfen wir nicht anmachen, ne? Doch, die sind ja blind. Problem ist, die laufen halt so schnell. Auch wenn ich jetzt schleiche, der in meine Gegend läuft, in meine Richtung bin ich tot. Du bist hinten in die Ecke rein, oder? Ich bin schon im Raum. Ich bin schon voll in the game. Ich mache jetzt die Disk mal rein. Oh mein Gott, warte auf mich. Wie gut ist dein Chinesisch? Nicht so gut. Weil wir müssen hier, glaube ich, noch ein bisschen
Rätsel lösen. Was? Wie? Wo? Was ist jetzt los? Ich bin tot. Ist der zu dir gespawnt? Ja, der ist direkt bei mir gespawnt. Aber ich habe noch die Maschine da hochgefahren. Keystro ist gestorben. Aber hat er dich jetzt einfach überrannt oder wie bist du jetzt gestorben? Der kam und hat mir sein Gesichtsrüssel ins Gesicht gedrückt. Ich hab's gerade gesehen. Oh ja, der läuft jetzt auch gerade auf mich zu. Es könnte gut sein, dass ich jetzt wegen dir gleich tot bin. Oh, scheiße, ja, es gibt's doch nicht. Da ist ein Spind, direkt rechts. Shit, ja, ich sehe es, warte. Oh Gott, ah! Ich hab's geschafft. Ja, toll, jetzt bin ich tot. Lauf, Kies. Geil, typisch Knu, ne? Boah, jetzt wollen sie uns aber richtig an die Wäsche. Hast du noch geschafft? Ja, so halbwegs. Lanze, wenn du mich in Ruhe lässt und ganz, ganz lieb bist, dann kriegst du auch was von Knus Stuhl. Das ist ja für den wie Dünger. Ja, das ist ja eigentlich. Oh, stimmt. Für den... Hey, das ist voll die gute Idee. Vielleicht sind die deswegen auch so hasserfüllt. Verhandel weiter. Weil du einfach zu gut dich ernährst. Die stehen eher so auf. Boah, ich glaube, ich hab richtig teuren Dünger. Also ich glaube, wenn ich auf was drauf kack. Kennst du das, dass reiche Leute sich den Stuhlgang von gesunden Menschen kaufen, damit ihre Darmflora top ist? Ich habe schon mal gehört, dass man die replantieren kann in einen gesunden Darm, damit dass sich das irgendwie... Dass das oh mein Ärzte Gott, machen. Was ist das denn jetzt? Der kommt was ist das? Rein. Was ist los? Warte, Moment. Ich glaube, der kommt gleich wieder rein. Ich muss ihn ablenken. Ich muss hier so ein Minigame machen. Sieht spannend aus. Warte, wie geht denn das? Ah, okay. Oh Gott. Moment. Nein, nein, das ist... Musst du die alle auf grün kriegen? Ich glaube, Overcharge, Low Energy, gut. Ich glaube, du musst die alle anmachen. Der ist jetzt aber overcharged und der auch. Ne, müssen die alle an sein? Ich glaube, du musst es so ausgewogen einrichten, dass alle an sind und keiner overcharged. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da, wo die roten Lichter blinken, müssen sie alle grün sein. Ja, aber guck mal. Nee, das passt ja nicht. Oder du musst von jedem etwas haben. Dass das eine rot sein muss. Das andere also grün. Also ich glaube, die oben grau sind, müssen grün werden. Oder die rot sind. Guck mal hier, warte. So. Hab ich's? Nee. Doch. Ich kann auf jeden Fall nicht mal in die Maschine ran. Oder bist du gerade dran? Nee. Aber ich hab's gelöst. Ah, da hat sich jetzt das Tor geöffnet, kann es sein? Wahrscheinlich, ne? Leichen. Du läufst, als würdest du... Na, du läufst wirklich, als hättest du irgendwie Stuhl in deinen Slipper. Night. There's something even. Oh ja, ist offen. Nimm Knu! Du bist das Scheiße. Oh Gott, wir sind in der Kathedrale. Oh Gott, ich glaube, wir brauchen die Kelche. Ja, ja, klar, den haben wir auch noch. Aber wir haben doch nur einen, wenn wir nicht mehr, wenn wir noch so viel nicht erforscht. Ist egal, Kies rennt so. Ich finde, wir haben genug erforscht. Ich fühle mich richtig durchgeforscht. Ave Maria. Oh, wunderschön. Mal hier. Oh nein. Wir brauchen wahrscheinlich so ein. Oh, wir brauchen richtig viele Kelche. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, also 3 noch. Und dann steht hier auch noch was mit Norden und so drauf. Oh nee, das ist... Guck mal, hier sitzt einer. Der wollte so sagen. Und zwar... You're fucked. When the wind blows to the west and the fire burns the north, the earth will move in the east and the water will flood the south. Okay, also, dann ist Wasser schon mal... Ich habe einen Kelch Wasser, der ist dann schon mal im Süden. Ja. Süß. Was gar nicht süß ist, dass wir den Rest finden müssen im Labyrinth höchstwahrscheinlich, oder? Nee.
Oder hier. Im Labyrinth. Guck mal, hier geht's auch noch eine Treppe hoch. Ja. Geh mal die Treppe da drüben. Ich bin auch schon oben. Mal gucken. Ich glaube schon. Im Labyrinth gab's noch. Oh, hier ist ein Schalter. Hier ist ein Schalter. Kann man nicht drücken. Labyrinth. Hier ist nochmal einer. Der sagt, the statues. When the Pegasus takes flight, it wings unleash a breeze of air and peace. Ah ja, fiery skin of the demon radicates flames that never crease. Ah, okay, ja, das sind Dämonen. Auch wieder ein Rätsel. Und hier gibt es nämlich Schalter. Oh nein. Soll ich mal den Schalter schaltern? Ich glaube, den kann man nicht schaltern, oder? Ich konnte den nicht schaltern. Nee. Deswegen, ich glaube, wir müssen erst das untere Rätsel machen. Und dann können wir schaltern. Yuna? Was ist, wenn ich einfach so runterspringe? Bin ich dann tot? Ich will es ausprobieren. Nö. Nein, Kies. Mir geht's gut. Nee, es ist. Oh, das ist ja insane. Kein Fallschaden. Das ist ja frech. Mendelwässe. Müssen wir da irgendeine Reihenfolge einhalten, meinst du? Ich glaube, wir müssen jetzt diese Kelche finden. Und dann kannst du oben die Statuen-Dings machen. Aber wo findet man die Kelche? Ah ja, mit dem Metalldetektor. Oh nein. Bestimmt, oder? Ja. Aber wirklich im Labyrinth? Ich glaube ja. Da weißt du halt, welche Richtung. Oh, kann man hier rum? Ja. Kann ich hier rüber jumpen? So cool. Nee, hier oben ist irgendwie. So, Metalldetektor. Eine Wand. Ist hier vielleicht auch noch irgendwas? Oh, ich kann hier aber was snippeln. Ich kann hier ein bisschen was wegsnippeln. Okay. Schon krass, wie diese Backrooms-Games sich entwickelt haben. Ne? Jetzt ja. Ist voll das mega riesige Rätsel-Adventure irgendwie. Ja, jetzt sind wir wieder im Labyrinth. Das war okay. Diese eine Tür, die wir vorhin gesehen haben, aber wo wir nicht wussten, was wir damit machen sollen. Wo bist du jetzt hin? Zurück ins Labyrinth. Ich bin jetzt durch diese eine Tür. Ich war eben gerade noch neben dir, aber dann bin ich durch diese eine Tür. Da war ich nicht mehr neben dir. Oh, wo bist hasse. Du jetzt? Ich bin noch bei den Statuen. Ich gehe jetzt auch ins Labyrinth und suche die Kelche. Ja, dann spring mal runter. Bin ich doch schon. Wie runter? Wo denn? Hä? Ja, hier, wo ich jetzt bin. Ich bin jetzt wieder bei diesem Ort, hier, wo die... Ja, hier. Dich. Und da geht's aber auch nochmal. Komm mal mit. Ich konnte hier eine Tür aufschneiden. Ah. Aber ja. Wie kriegen wir die Kelche? Muss man die ausbuddeln oder so? Mit den Händen? Ja, gute Frage. Hier geht's einmal in den Labyrinthbereich. Da geht's halt nochmal zurück. Aber den Kelch habe ich ja nicht in der Erde gefunden, sondern habe ich ja auf so einem kleinen Podest gefunden. Okay. Ja, wahrscheinlich bringt er uns trotzdem in die Richtung, nehme ich mal an. Dass wir so ungefähr wissen, wo wir hin müssen. Von der Richtung her. Ah, du bist sogar getarnt, wenn du in den Büschen drin bist. Okay, dann schaue ich mich mal ein bisschen da hinten um. Vielleicht finde ich ja was. Ja, ich auch. Du machst dein Ding. Muss halt eigentlich nur aufpassen, wenn nicht in diese dummen Dinger reinläuft. Aber so groß ist das Labyrinth gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Also vielleicht muss man das auch... Ja? Der Kelch war ja voll. Aber ich hab doch vorhin... Schon in dem Sektor 3 hat es doch schon voll ausgeschlagen. Ja, aber wie buddelt man das aus? Ein Klappspaten oder sowas? Warte mal, hier drüben ist noch was. Hier ist ein Loch in der Wand. Da geht's weiter. Hier hast du den Kelch gesehen. Und hier hinten sind wir... Oh ja, ich sehe was. Da sind wir vorhin lang. Da hingen die Leute. Und da hinten sind wir nicht lang gelatscht. Oh, ich habe irgendwas in der Hand. Was ist das? Wenn ich hier reingehe, nimmt der automatisch was in die Hand. Ich hab irgendwie so ein Walkie-Talkie oder sowas. Hä? Echt? Ach, das ist er. Ich hab einen Kelch. Oh, nice. Ich hab einen Kelch, einen Feuerkelch. Geil. Okay, dann sind die wirklich hier. Aber hier geht's doch jetzt nicht... Nee, hier geht's hier weiter? Nee. Bist du eigentlich... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Fuck. Alter, hier ist so viel Marmelade, du kannst eigentlich die ganze Zeit Marmelade reinballern. Ja, ist ein guter Punkt. Also bei dem Wasserkelch, du bist komplett woanders lang, ne? Ich bin da, wo der Rankenraum ist. Ach, da bist du. Ja. Da komme ich jetzt rein, da bin ich jetzt auch.
Und von dem Rankenraum bist du... War da nicht ein Erdkelch? Vielleicht muss man den im Detektor finden, weil Erde und so, you know what I mean. Ja. Der steht wahrscheinlich einfach auf dem Boden, kann es sein? Keine Ahnung, ich habe keinen gesehen. Weil hier ist vorhin schon kurz was ausgeschlagen irgendwo. Ja, und hier bin ich jetzt wieder im Startgebiet. Ja, bei Sektor 3 ist doch was ausgepegelt. Ja. Mut. Hier hast du gemeint, aber ist hier ein Kelch? Ist hier kein Kelch. Ich will nicht mehr schreiben, Mann. Lass mich so. Hier hat das vorhin irgendwo ausgeschlagen, nämlich. Irgendwo ich gehe mal dahin, wo wir die Tür geöffnet haben. Vielleicht ist da ja irgendwie auch noch was, was wir übersehen haben. Also wir brauchen jetzt noch zwei, gell? Ja, ich habe den Feuerkelch. Genau, den hast du hier gefunden. Hier ist ja ein Loch in der Wand. Oh shit. Das ist mal eine Kiste. Ja, irgendwas muss ja auch mit diesen Hebeln da oben gehen. Also du bist durch das Loch in die Wand gegangen, gell? Oh, ich habe hier noch eine Notiz gefunden, eine Leiche. I'm tired of searching the treasure in the cathedral. Mhm. I wish I had a metal detector. Ah, okay. Also in der Kathedrale muss es anscheinend einen Schatz geben. Okay. Cathedral. Cathedral. Dann gehe ich da mal hin. Ob ich God Mode anhab? Nö, ich hab nur. Ich bin süchtig nach Gelee. Ich hab ein massives Gelee-Problem. Ja, das ist öfter schon so, deswegen. Oh shit, Mann. Shit. Ey, die ganze Zeit. Oh Gott. Renn ich in diese Arschlöcher rein. Ich bin so ein kleines Leckermäulchen. Das ist mein Problem. Die Zuckerindustrie hat mich. Oh Gott, Alter, wer schreit denn hier? Irgendwo wird jemand gefoltert. Entweder ist das im Spiel oder kommt von Knur. Es kommt von mir, ich will es gar nicht wissen. When the wind blows to the west and the fire burns to the north. Also muss ich northen, den Kelch. Hier ist north. Glaubst du, die Cathedral ist das Finale? Ich glaube schon, weil da müssen wir das dann mit den Statuen machen. Das wird ja auch nochmal interessant. So, ich gehe jetzt da mal hin. Ich glaube fast, dass noch ein Eingang hinter diesen ganzen Sträuchern ist, die bis zur Decke hochgehen. Und dass man da dann genau hinschauen muss, sonst läuft man den da nämlich dran vorbei. You know? Ja, aber ich glaube, man muss in der Kathedrale mit dem Detektor irgendwas finden. Genau, das mache ich ja. Ich gehe jetzt hin. Ich habe noch nicht mehr den Eingang. Na, einfach da bei Sektor 3, dann Sektor 5, na, und wo dann die nach rote rechts. 8 war und dann einfach geradeaus durch. Also und diese Hebel gehen alle nicht. Die haben was gesagt, hier war Müll oder so. Was hast du da gelesen? Warte mal. Ach, das ist dann die Reihenfolge. Ah, guck mal, der Pegasus. Wahrscheinlich muss man da irgendwie eine Reihenfolge bei den Hebeln dann machen. Hm. Und was war das mit... Müll? Irgendwas hat er doch gesagt, dass das leid ist, in der Kathedrale Müll zu durchsuchen? Nein, er ist leid, in der Kathedrale nach dem Schatz zu suchen. Okay, dann mache ich das jetzt mal. Ich bin dort. Ich sehe dich aber nicht. In der Kathedrale? Wo bist denn du? Hinten bei der Engelsstatue. Ach so, ja, dann such mal nach einem Schatz. Guck mal, hier ist zum Beispiel auch so ein bisschen... Also sie hat es ja vorhin schon ausgeschlagen. Ich gehe da nochmal hin. Da, wo halt so ein bisschen Dirt vielleicht ist. So. Irgend so ein kranker Typ hat halt den Kelch irgendwo verbuddelt. Ja. Oder er ist vielleicht in irgendeinem Busch drin. Ah, hier, warte, ich habe hier Ausschlag. Ja, ja, ja. Mehr, mehr. Da fehlt aber immer noch einer. Oh, oh, oh. Da, ich hab ihn. Geil. Hab ihn. Was war Earth? Mal nachlesen. Da fehlt aber immer noch einer. Ja. Earth will move in the east.
Das muss ja dann da sein, wo vorhin der so stark ausgeschlagen ist, in Sektor 3. Weißt du, wo ich meine? Ja, da muss der da irgendwo sein, ja. Da lag der wahrscheinlich auch auf dem Boden. Na Moment, wir brauchen Wind. Guck mal, der war jetzt in der Erde. Wir brauchen irgendwas Windiges. Ich glaube nicht, dass der noch hier ist. Den Hebeln hier kann man wirklich nichts machen. Nee, ich glaube erst nachdem wir dieses Rätsel gelöst haben. Und ich glaube, da wo wir vorhin waren, da hatte ich ja auch diesen brutalen Ausschlag. Da muss ja dann theoretisch... Du diesen Ausschlag an deinem Bäckchen? Genau, an dem Po-Bäckchen. Und da muss ja im Prinzip auch irgendwas passieren oder sein. Dann geh da nochmal hin. Komm mit, aber ich bin so hart nach Großmutters Marmelade süchtig, ich kann nur noch mit Marmelade laufen. Kann ich hier runterspringen, ohne dass mir was passiert? Ja. Das fühlt sich so falsch an. Aber du hast recht. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Und wo bist denn du? Hier, Sektor 12. Warte, ich lauf hier einfach durch. Aber in Sektor 12 gehen oder... Nee, warte. Habt ihr nicht noch eine krassere Abkürzung? Nee, geh mal zurück. Guck mal nach. Das Hauptding und dann sind wir eigentlich schon da. Du stehst dir selbst immer nur im Weg. Guck mal, wie schnell ich bin. Das hat richtig Bock, ne? Ich nasche immer diese blaue Marmelade von diesem Heisenberg-Typen. Genau. Der Heisenberg-Typ. So ein Marmeladenverkäufer, so ein freundlicher. Ist das Blaubeermarmelade? Ja, sowas in der Art. Blaubeermarmelade, wo bist du denn? Ah, hier ist doch irgendwo gebimmelt. Irgendwo hier in diesem Bereich. Wahrscheinlich da oben, oder? Ich weiß nicht, da ist ein Koffer, oder? Oder, ist das was? Nee, es schlägt nicht mehr aus. Kann es sein, dass das hier irgendwo in der Nähe der Kelch war? Nee, oder? War ist das da oben ein Koffer drauf auf dem Leuchteding, oder ist das einfach nur das Leuchteding? Oh, das sieht aus wie ein Koffer, ja. Aber da kommt man nicht ran. Und da tut auch nichts ausbimmeln. Also ich habe keinen Ausschlag mehr. Wo ist der Kelch? That's the question. Irgendwas mit Wind. Was ist denn Wind? Das ist windig. Mein Arsch? Ja. Das zieht's. Oh mein Gott, nimm Knu. Wünschte ich hätte auch einen Detektor. Ich bewege mich nicht mehr. Nein, ich bin irgendwas getreten. Oh, ich glaube, es steppt auch ganz fresh zu dir. Ganz eifrig. Oder war das hier hinten? Wo ist denn Wind? Oh fuck! Was? Warum, du Sack? Oh nein. Peace, Joy, Hilfe. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, wohin. Peace. Gott, ich bin entkommen. Ich bin auch entkommen, glaube ich. Oh fuck, Mella. Ich bin wieder bei diesem Brunnen. Wo wir den ersten gefunden haben. Ja, guck, der war halt bei Wasser, ne? Aber was ist mit... Da sagt jemand, der letzte Kelch müsste in der Area sein, in dem sehr viel Gras steht. Super. Hier steht überall super viel Gras. Oh Gott, der ist weg. Ich hab keine Heilung mehr. In der Area, wo sehr viel Gras steht. Ich sehe hier Gras ohne Ende. Oh nein. Ich brauch mal noch... Shit, ich brauche mal noch ein bisschen... Was steht da? Hat sie immer noch Mandelmilch? Irgendwo bestimmt. Wo sehr viel Gras... Ah, guck mal, du hattest doch auch in diesem Labyrinth mal ein Piepen. Ja. Vielleicht hier irgendwie, in diesem Labyrinthgebiet. Weil da war ja auch so ein Ausschwängeln. Aber war das nicht... Ja, das könnte ich mal gleich probieren. Ich guck nochmal ganz kurz hier. Ja. Dann komme ich nochmal zurück.
Mann, ich muss Kammerjäger spielen. Hier ist... Ja, hier ist echt alles. So viel Ungeziefer, es muss weg. Absolutely. Wo muss ich denn nochmal hin? Vielleicht finde ich ihn auch so, indem ich so ein bisschen durchs Gras jogge und... Nimm mal raus. Hätte ich an den Kelch rein. Ja, wo muss ich denn hin? Ah, hier. So. Ich glaube, das ist sogar noch vor der Kathedrale gewesen, oder? Bevor wir durch diesen langen, lichtdurchfluteten Gang gegangen sind. Das ist doch gar nicht da nochmal so ein Labyrinth-Bereich. Ich bräuchte dich halt bei mir, weil ich kann nicht den Detektor machen. Ich laufe ständig in diese Monster rein und bin dann tot. Dachte, vielleicht war das auch hier. War das nicht hier? War das in dem Labyrinth vor dem Labyrinth? Ja, hier. Hier ist das, in diesem ersten Labyrinth, wo der Typ noch sagt, irgendwas mit einem Schatz. Der hat ja auch sowas gesagt, der genau, geht ins da Labyrinth, um Schatz zu suchen. Ja, ich bin da jetzt gerade in diesem langen Korridor. Ich bin da auch gerade drin. Hm. Na, und hier war der Ausschlag. Der Bereich ist ja nicht so groß. Hör dich? Kannst du mir eine Mandelmilch droppen? Ja. Ich spring mal. Bist du? Oh, Vorsicht, das Monster kommt. Versteck dich. Ich hab das auch direkt gehört, ne? Na, ich mache hier gerade das ganze komische Ungeziefer und nicht Ungeziefer, Unkraut. Unkraut mache ich weg. War hier nicht das Piepen? Ich bin gleich da, warte, hier sind Monster. Hier, Unkraut! Oh, ich hab was, ich hab Piepen, ich hab Piepen. Warte, Moment, jetzt komm mal her. Oh Gott, hier sind nur Monster. Hier, nimm erstmal das da. Oh ja, danke. So, erstmal die Mandelmilch ins Auge. So, hier hab ich Piepen. Ja. Weißt du, Gnu hier total im Survival-Mode, hasselt richtig, geduckt, voller Angst und Panik. Und ich flitze hier so durch, lalalala, spritz hier, spritz da. Ich habe Angst, ich will nicht sterben. Der Chat bei mir denkt, ich habe irgendwie einen God-Mode an. Chat, ich bin einfach nur ein Gott, das ist der Unterschied. Ist hier irgendwo eine Leiche? Nee. Soll das mal eine Leiche sein? Ich guck gerade mal. Du? Ich bin's weitergegangen. Ja, bist du in diesem Seitenraum? Hier ist so ein Seitenraum. Da ist ein Haufen hohes Gras. Und ich glaube, hier wird's sein, weil da haben wir damals, hast du gesagt, oh, bei mir piept's. Genau, es hat ja gerade gepiepst, aber ich glaube, ich bin gerade richtig. Warte mal. Hier ist so ein Seitenraum. Warte, ich komm gleich. Pack mal Leiche. Nein! Nein, ficke dich! Da ist die Leiche, da musste ich hin. Nicht solche Scheiße, ich war richtig. Wörter. Wo, wie, aber doch nicht solche Wörter. Das gibt's nicht, ich bin tot. Oh, ich finde mich nie wieder. Ja, aber jetzt holst du ja den Kelch, jetzt weißt du das doch. Ja, aber ich finde meine Leiche nie wieder. Ey, so groß ist doch die Maze nicht, oder? Ja, die sind halt da jetzt alle. Ich höre die gar nicht. Wie kommt man denn da hin? Würde ich mal hier vorbeikommen und ein bisschen Pestizide reindrücken, den Drecksviechern. So, hier war irgendwo diese Leiche. Genau hier bei der Leiche ist es. Okay, ich hab die Leiche. Nicht. Genau, bei der Leiche. Warte, ich komme jetzt auf. Vorsicht, das sind überall Gegner, ne? Gott. Alter, wie kann der mich sehen? Ich dachte, die sehen nicht. Die sind nicht blind. Wurde getrollt. Oh, was ist das denn hier? Hier hinten ist irgend so ein Schloss. Du brauchst irgendeinen Schlüssel. Okay. Irgend so ein Blumenschloss. Oh Gott, ich weiß nicht, ob da einer ist, aber ich guck mal, ob ich meinen Koffer finde. Hier geht's zu Sektor 1. What? Ich muss erstmal ein bisschen abwarten. Bei mir ist nämlich einer. Ich finde halt leider meinen Koffer nicht mehr. Und dann kann ich auch nicht detektoren.
Er musste finden, Gnu. Ohne Koffer. Die Leute sagen, meine Leiche ist direkt beim Kelch. Oh, ich hab den Kelch. Ich hab den Kelch. Ja, und hier hinten ist aber was richtig krasses, und zwar du brauchst hier hinten einen Schlüssel für Sektor 1. Okay, heißt es, wir haben den noch nicht gefunden, oder kriegen wir den? Kriegen wir wahrscheinlich. Das mit dir, wenn wir das Datum-Rätsel haben, kriegen wir den. Und damit meinst müssen du? Wir, ja, 100 pro. Was bist denn du jetzt? Ich finde meinen Koffer nicht mehr. Hörst du mich? Nee. Aber du hast einen Kelch. Ja, aber nicht meinen Koffer. Er war hier, ich hab ihn. So, alles. So. Jetzt muss ich nur noch hier raus. Geht's denn nicht? Ich bin bei der Leiche. Komm mal zur Leiche zurück. Ja. Hat er irgendeinen Zettel, den wir brauchen? Nimm mal eine Marmelade. Okay. Ja. Ich bring dich jetzt hier raus. Lauf mir nach. Hier rum. Geradeaus. Ja, da hinten bei dieser Leiche ist so eine Tür. Ah, wenn man okay. Da bei der Leiche rechts geht. So, du bist der Anfang des Labyrinths. Dann sind wir wieder hier. Nice. Jetzt smooth du hier durch. Oder war das hier? Nee, andersrum. Müssen wir hier wieder hin? Ja. So einfach rennen. Du bist schneller als die. Okay, wo bist du? Ah, hier, ja. Ich komm. Diese Geräusche sind geil. Achtung, hier ist auch noch ein Vieh. Ist da irgendwo noch Marmeladenmilch, Mandelmilch? Nee, Marmeladenmilch ist aus. Okay. Oh Gott, dieser Under Pressure. So, jetzt musst du den Kelch ja eh nur noch da reindrücken. Gibt ja noch einen Slot. Let it go. Oh. Let it drück. Benutzen. So, hast gehört? Jetzt what müssen wir the hoch. What? Ja. Und jetzt müssen wir dieses Rätsel lösen mit dem Icarus und Pegasus und... Das müssen wir richtig abrätseln. Ja, abrätseln. Und dann kriegen wir den Schlüssel und dann müssen wir da bestimmt hin. Deswegen gut, dass du es schon gesehen hast, sonst würden wir nicht wissen, wo der Schlüssel rein muss. Hier, das ist ja Pegasus. Ja, warte. Ich lese dir mal vor. Was stand da? Ich bin auch dran. So, wenn der Pegasus anfängt zu fliegen, seine Flügel unleash a breeze of air. Also es ist quasi, der löst halt eine Brise von Luft aus. Und Peace. Fiery skin of the demon radiates flames that never cease. The Lion Majestic Mane was a blooming meadow. Okay, ist es so nach Sonne mäßig, so im Osten geht die Sonne auf, im Osten, das ist, was ist das hier für ein Kelch? Genau, der Pegasus steht für Wind, der Dämon für Feuer, Was ist Erde? Der Löwe mit Bergen. The Lion Majestic Mane was a blooming meadow and his roar had the power to shake mountains, ja. Da muss du einen Löwen als erstes machen, genau. Wenn es so nach Sonne ist. Und the Mermaid Im Osten swims geht die Sonne through the auf. Ocean Seas. Dann ist die Mermaid die 2. Der Wind die 3 und das Feuer das letzte, Norden. Okay, das heißt, wo ist die... So, hier haben wir einmal den Löwen. Hast und du einen den Löwen gemacht? Mach mal einen Löwen. Der ist Nummer 1, oder? Ja, die sind auf der anderen Seite. Ja, Löwe ist Nummer 1. Ja. Mermaid ist bei mir, die mache ich jetzt. Ja. Wenn es überhaupt so geht, das ist jetzt ja. Reine Spekulation. So, was kommt dann? Dann kommt Pegasus und dann kommt... Hast du Pegasus? Nee, soll ich machen? Ja, mach. Yes. Aber wir müssen die ausrichten, ne? Ach so. Ja gut, dann muss Pegasus aber nach mach Westen... Mach nochmal deinen letzten, nur mal gucken, ob... Ja, aber nee, der Pegasus... Nee, muss... Pegasus ist Westen. Dämon ist... Norden. Moment, der geht aber gar nicht nach Norden. Ah doch, jetzt guckt er auf Norden. Genau, der muss wahrscheinlich Pegasus da hingucken. Ist Westen. Die Mermaid ist Süden. Und der Löwe? Ja. Oh, Osten. Nice. Das war's. Jetzt geil. Bimmelt da oben die Glocke, die bricht runter. Und dann gibt sie uns einen Schlüssel. Safe Call, ja, Schlüssel. Oh mein Gott, jetzt kommen die Monster, ne? Ist da ein Schlüssel? In der Glocke ist
nicht. Da ist dein Schlüssel, ja. Hier kannst du ihn auffangen. Blumi. Wo? Da, wie schön. Hä? Wo, wo, wo? Hier. Du siehst nur einen Schlüssel. Ach, hier. Nimm ihn. So, Achtung, hier kommt ein Monster. Nicht bewegen! Ich habe keine Marmelade mehr. Oben ist noch eine Kiste Marmelade. Ich muss nochmal hochrennen. Ich habe noch eine. Dann jiete die da rein und dann rennen wir zusammen. Ja, ich habe ja noch keine, warte. Ich komm mit. Ich muss erst da hoch. Wir müssen jetzt wieder ins Labyrinth. Ich muss erst oben meine Marmeladenvorräte bei diesem Marmeladendealer da oben. So ein richtiger Chunky-Mann. Das ist ja nicht einfach irgendeine Marmelade, sondern das ist so Ami-Gelee. Omas so Marmelade. Ja, das ist dieses Ami-Gelee, was die mit Erdnussbutter essen. Mm. Das ist ja ganz anders als unsere Marmelade. Unsere Marmelade ist ja schon fast gesund, weil die wird immerhin aus zerkochten Früchten hergestellt. Und tonnenweise Zucker. Aber bei denen ist es ja wirklich eine synthetische Marmelade. Ja, das stimmt. So, jetzt kannst du dir dein Gelee reinballern. Okay. Und let's go. Klopp dir das rein. Und dann müssen wir da runterspringen. Und hier durch die Tür und dann ab ins Labyrinth wieder rein. Ja, ich bin ready. Bist du bei mir? Mhm, ich laufe hinter dir. So, dann müssen wir nochmal den Leichenspot finden. Genau, das war... Ich glaube, ich weiß noch, wo es war. Achtung, hier ist Unkraut. So, das war... Nicht hier, hier lang. Okay, so. Ich finde die Musik voll angenehm. Du hast Musik? Ich habe gar keine Musik. Doch, finde die voll mysteriös und angenehm. Moment, hier sind wir reingekommen. Genau, du läufst geradeaus weiter, geradeaus weiter, geradeaus weiter. Dann vorne jetzt hier nach rechts. Nach rechts. So, warte. Hier, da ist die Leiche. Und dann bei der Leiche hier lang, hier um die Ecke, hier hoch, da durch, nee. Warte, dann hier lang, irgendwo hier war, hä, bin ich jetzt nicht wieder beim Gleichen? Das ist wie die Irren einfach hier. Es ist nicht so leicht hinterher zu laufen. Hier. Ah ja, nice. Okay, öffne. Schiebe den Schlüssel rein und Sektor 1. Da ist irgend so ein Zeug, warte. Boah. Oh shit, warte. Ich mach das. Lass mich sprühen. Ah, sprüh du. Verpisst euch! Bei mir sprühst du seitlich mir direkt ins Gesicht. Genau so, ich sag ja. Das Ungeziefer muss weg. Du hast irgendwie so einen richtig fiesen Silberblick, du. Push. Boah, da gibt's wieder Saft. Frischen Saft. Mandelmilch, ja. Doch, Mandelmilch, du. Die Pflanze hat mich ganz schön gespendet. Ich sehe nichts mehr, hier ist noch eine Tür. Guck mal, ich kann mich hier draufstellen, passiert da was? Ah. Da geht die auf, ne? Ja, und da unten ist eine neue Akte. Oh, nee, es geht noch weiter, ich dachte, es wäre Ende, aber das Spiel sagt, nee, da geht noch ein bisschen was. Okay. I can't take it anymore. My sanity is fading and the hopes of suffering are almost nil. The empty bookshelf and the Roman number on the wall are the key to exit from Letzte Rätsel. I will sit down, recover my strength and despite the struggle to stay awake, trust that I will get out of here. Okay, irgendwas mit römische Zahlen und Bücherregalen leeres. Hier, Colorbook blau, 1, rot, 3 und grün. Foto mache. Ich glaube, das wird immer richtig ekelhaft. Mach du Mole Foto. Oh, Hilfe, das wird immer so das finale Arschloch-Level jetzt, ne? Ah, genau, ich mach mal ein Foto. Guter Punkt. Oh Gott, wir müssen jetzt in diesen Bücherregalen das finden. Und da stehen dann die Keys drin und da müssen wir den Code eingeben. It's the final countdown to leave. Und hier rennen natürlich diese Knechte rum, ne? Die sich von deinem Stuhl ernähren. Ja. Guck mal, ich habe ein Buch gefunden. Nice. Ein grünes. Ich habe ein Green Book. Genau, das ist die Nummer 5. Steht da irgendwas drin? Ich habe noch ein Green Book. Okay, shit. Du kannst aber nicht mehr Green Books nehmen. Ach so, du brauchst 5 grüne Bücher wahrscheinlich.
Ja, aber ich kann ja nur eins tragen. Ja, also muss ich dann irgendwie irgendwo hin tun. Oh, irgendwo in ein leeres Bücherregal. Genau, das heißt 5 grüne Bücher. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch 3 von den roten und ein blaues, nehme ich mal an. Fallen die arg auf? Von der Farbe her. Ja, die stechen schon hervor. Scheiße. Ach, come on. Die sind doch nicht blind. Weiß ich hier auch geschrieben, ich bin blind, damit ich weiß nicht, wo hier ein Spind ist. Ich weiß nicht, wo hier ein Spind ist. Oh mein Gott. Gibt's keinen Spind. Echt nicht. Ich hab alle am Arsch. Boah, die rennen alle dir nach. Ja, dann renn weiter. Renn. Zieh deine Runden. Shit, ich bin tot. Ach Gott. Oh my life. Vergiss nicht, du hast nicht unendlich viele Leben. Yes. Hier ist eine Nummer. XV3 an der Wand übrigens. Ja, toll. Was heißt es? XV3? Das ist die Reihenfolge, oder? Eine römische Zahl. Also ist da eine 3 oder eine römische 3? Nee, das ist die XV3. No! Also eine XV3, also die. Ist jetzt auch so. Oh, hier ist ein leeres Bücherregal. Mal, kann ich da ein Buch reinlegen? Mit mir passiert, ich bin. Ja, ich habe ein Buch reingelegt. Ausgänge? Cool, es gibt mehrere Ausgänge. Ah, genau, hier, nice. Da, genau. Und da müssen jetzt 5 Bücher. Und dann musst du die noch sortieren. Du musst sie sortieren. Okay, ich komme jetzt mal direkt zu dir. Ich weiß nicht, wo meine Leiche liegt. Ich glaube bei dir. Ah, ich bin an dem leeren Bücherregal, aber ich. Ja, ich sehe dich auch. Guck, ich bin Geister-Jor. Warum bist du eigentlich ein Geist? Heck. Und nee, ich bin tot. Ach so. Und wo ist eigentlich mein Koffer? Siehst du den irgendwo? Was ist denn jetzt hier? Werde ich mal auch reanimiert? Ah, jetzt. Ich finde mein Ding nicht mehr. Mein Koffer. Meiner. Der ist eigentlich immer da, wo du spawnst, da liegt der Koffer. Okay. Als ob! Ich bin schon wieder tot. Ja, die sind nicht blind, die Drecksviecher. Die haben Augen. Ja. In ihren komischen Also das Löchern ist quasi da. Die Zahl, die man das sieht, ist quasi eine 18. Ich hau mir jetzt eine Marmelade zwischen die Backen. Ich komme halt leider nie wieder zu meinem Koffer. Ja, guck mal, du spawnst doch immer auf deinem Koffer drauf. Nein. Natürlich, ich bin doch immer auch wieder auf meinem Koffer gespawnt. Okay. Da, wo du gespawnt bist, da ist dein Koffer. Siehst du den hier irgendwo? Hier liegt er doch, hier, da. Steh auf deinem Koffer drauf. Da! Yay! Und wie ist es hier? Da ist noch ein Buch. Guck, zack. Wieder eins gefunden. Und rein damit. So, das habe ich schon. Moment. Ach, ich hau dir jetzt einfach mal alle rein. Ja. Geh da hinten hin. Und hier ist die Last of Us Musik hier. Oh nein. Und wo kann man sich hier verstecken? Hat's hier Spinte? Nee, ne? Du kannst dich, glaube ich, ich vermute irgendwie, du kannst dich in dem hohen Gras vor denen verstecken. Zumindest mein Eindruck. Ich habe wieder ein grünes Buch. Und wo ist das hohe Gras? Ja, da wo hohes Gras halt so ist, ne? Oh nein, Kisi. Du hast mich umgebracht. Echt? Ja. Das Marmelade bist du schneller als die. Deswegen einfach Marmelade. 3 grüne, ein rotes sind 18. Ich hab 3 grüne. Genau, 3 grüne sind das drin, aber ich hab noch nie ein rotes oder ein blaues gesehen. Nee, dann gesehen. Haben wir aber 18. Ich glaube, wir müssen einfach nur die Zahl bekommen. Sehe ich vielleicht auch Bücher hier ich irgendwo? Hab ein blaues. Nice. Wow! If you're gonna be my lover, you're gonna be my friend. Noch 6 Leben. Nein! Können wir die vielleicht einfach noch abwehren mit unserem Mittel? Probier's. Okay, ich hab ein blaues drin. Ich hab 3 grüne drin. Was brauchen wir jetzt noch? Noch ein blaues, noch ein rotes? Doch, es springt, glaube ich, was. Gell? Ich glaube, es springt was, aber ich kam jetzt nicht weg.
Vergiss nicht, du hast nicht unendlich Leben. Ja, ne? Ich habe jetzt noch 5, aber was soll ich machen, wenn die mich die ganze Zeit umbringen? Vielleicht mal mit ihnen reden. So fragen, hey, du, können wir das nicht irgendwie ausdiskutieren? Jetzt ich merke gerade zwischen uns Entspannung. Aber wenn du magst, können wir mal ein bisschen darüber reden. Die wollen ja nicht reden. Die hauen einfach auf mich drauf. Ich habe gesehen, du hast zurzeit eine schwere Phase. Ich habe noch ein blaues gefunden. Okay. Ja, das hohe Gras. Die finden dich da drin nicht. Und wo ist das? Wieso kann ich denn nicht laufen? Verdammt. Ey, ich stecke hier fest, ne? Peace. Ich bin verpackt. Serious ja, keine situation. Ahnung. I don't know. Nö. Yo, ich bin verpackt. Echt jetzt? Ja, ich kann nicht mehr schnell laufen. Oder hast du keine Ausdauer mehr? Doch. Oder bist du noch geduckt? Nee, bin ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will ja einfach nur schnell hier rein. So, ja, wie viele rote Bücher brauchen wir? Ich habe jetzt 2 blaue und 3 grüne im Regal. So, vielleicht kommt meine Ausdauer zurück. Nee, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist ein Bug, glaube ich. Man musste einmal sterben. Will ich nicht. Weil es war vorhin ja schon so. Oder muss ich hab ein rotes. Oh, nice. Ich will auch mitmachen, aber ich bin gerade so eingeschränkt. Au, ich bin irgendwas getreten. Ja, wieder mal ein Sicherheitsbusch. Hm. Ja, ich glaube, du bist im selben Busch wie ich, aber ich kann nicht mehr rennen. Nee, ich bin in anderem Busch. Ich bin direkt vorm Bücherregal. Wenn 2 blaue drin sind, braucht ihr noch ein blaues oder die beiden blauen raus, dafür ein rotes rein. Ich habe jetzt, Moment, ich habe jetzt... Warte mal, ich mache jetzt noch ein rotes rein. Also irgendwas stimmt in meinem Spiel nicht. Das ist kacke. Ja, ich lasse mich kurz töten, anders geht's nicht. Okay, ich habe jetzt ein rotes, 2 blaue, 3 grüne. Ist das richtig oder... Du hast ja die Notiz gelesen. Hast du es abfotografiert? Hast du mir geschickt als Foto? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe es dir schon geschickt. Ich muss halt im Prinzip... Ich muss noch kurz die Tür finden. So. Ich hoffe, das Monster ist weg und ich hoffe, ich kann wieder laufen, sonst ist es scheiße. Die blauen. Ach komm, raus. Ich bin noch im Busch. Ja, ich bin tot. Ja, ich habe keine Energy mehr, ne? Ich kann nicht. Ich bin tot. Und ich kann auch keine Lampe mehr verwenden. Bist du wirklich nicht. Echt jetzt? Bist du irgendwie in einer Konsole oder so drin? Schreibst du gerade zufällig? Nee. Also, ich kann mich schon bewegen. Aber ich bin einfach. Ich habe auch keine Lampe mehr. Ich kann nichts mehr verwenden. Das ist ja nervig. Wieso geht es jetzt nur so? Also, auf F geht nichts mehr. Ist irgendwas umgestellt auf meiner Tastatur? Das ist ja weird. Hä, warum jetzt, gehen die jetzt? Aber vielleicht kriegen wir das jetzt mal hin. Wie geht es denn mit den Büchern? Ich check das gerade nicht. Wir haben jetzt ein rotes Buch drin, 2 blaue und 2 grüne. Oder müssen da noch mehr rein? Müssen da alle rein oder. What? Also es muss jetzt die blauen raus. Wieso? Das weiß ich auch nicht. Steht einfach da die blauen raus. Und da hinten backt irgendwas rum und ich glaube, das ist meine Leiche. Genau, die blauen müssen raus, dann ergibt es 18. Moment. Das muss 18. Ich habe auch nur noch 5 Leben. Also, ich also nur die blauen raus. Warte mal. Ach so. Ah, ja, also ich kann es vergessen. Ja, okay. Jetzt bin ich schon wieder tot. Also irgendwie. Oh nein, aber wir sind so kurz davor, Knu. Was machen wir jetzt? Mein Spiel backt halt. Das ist ja total dumm. Und ich bin auch gleich tot. Kann halt nicht rennen. Ich hasse diese Viecher. Bin ich jetzt wirklich so von diesem scheiß Gelee abhängig, dass ich nicht mehr laufen kann? Ja, wahrscheinlich die Gelee-Sucht. Die hat deine Knochen in Gelee verwandelt. Das habe ich. Meine Oma hat das auch. Also das ist echt bad. Aber wir haben es gleich geschafft. Ich kann das Rätsel gleich. Ich habe zwar nur noch 4 Leben, aber
Oder bin ich nach jedem Tod langsamer? Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee. Kann auch nichts nehmen. Warte, jetzt stirbt man nicht. Ich löse mal das Rätsel und vielleicht kommen wir dann hier weg und dann geht's vielleicht wieder. Okay. Aber die geiern hier alle an dem Bücherregal rum, die Schweine. Ja. Vielleicht ist irgendwas mit meinen Einstellungen nicht mehr in Ordnung. Warte. Jetzt muss ich cool bleiben. Ich habe ja nicht mehr so viele Leben. Irgendwas geschieht hier. Och Mann, du dreckiges Drecksvieh. Ja, ich bin tot. Bei dem Bücherregal ist irgendwas aufgegangen. Ja, ich hör's. Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Als ob die blind sind. Der eine hat mir zugezwinkert. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich sehe es, ich sehe den Ausgang. Oh mein Gott, was ist das für ein Pain, Mann. Oh, ich sehe den Ausgang, Kies, ich warte auf dich. Oh Gott. Keine Marmelade. Habe ich mir irgendwie die Beine gebrochen oder was ist das Problem? Also ich bin jetzt da, aber ich kann halt eh nur Schneckentempo. Ja, Moment, ich komme. Oh Gott. Was ist das? Warum ist das so? Okay. Ich will meinen Anzug benutzen. Kann ich laufen, Kies? Warte doch auf mich. Kannst nicht laufen? Nein. Also ich kann laufen, aber ich kann nur extrem langsam gehen. Ich so. Schau mal, was da drüben ist. Da ist eine Treppe. Okay. Ich komme langsam nach. Ich hoffe, ich muss nicht weit laufen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Das ist schon viel. So, wir schauen uns jetzt von dem YouTuber Crafty das Ende an, weil das sehe ich gar nicht ein, dass wir deswegen den Bug nicht sehen. Run through the hidden exit. Jump off the building and you've successfully escaped the grass quarters. Thanks for watching. Na super. Ja. Okay. Das haben wir nicht gesehen. Danke an Crafty fürs Zeigen. Hier ist der Kanal. Ja, also ich bedanke mich fürs Zusehen oder wir bedanken uns fürs Zusehen. Ich bin gespannt, was die Community da noch so für Level zusammenbaut. Also wenn du jetzt im Hauptmenü auf Workshop gehst, dann siehst du auch die Sachen, die es da jetzt schon potenziell gibt. Das sind ein paar Skins geil. Und zwei Level gibt's. Warehouse. Und Anime Girl, ach wie witzig. Das gibt und hier oben noch Level 4, 5, 4, 2. Ja, da kommt bestimmt einiges. Also, das ist ja jetzt ganz neu. Das ist ja erst Waifu. Zwei Tage oder so alt. Oh mein Gott, geil. Ja, das wird nice. Also, da müssen ich glaube, da kommt viel cooles Zeug. Da kann man viel Quatsch mitmachen. Weil man kann halt auch nicht nur Skins erstellen, sondern halt auch Level. Das ist halt das Coole. Ja, mega und nice. Ich denke mal, in ein paar Wochen wird es da bestimmt was zu geben. Deswegen, ansonsten, Leute, wir werden wieder da sein und das auf jeden Fall spielen. Genau, und ansonsten, wenn natürlich wieder ein neues Level dazukommt, offiziell machen wir es natürlich auch, ne? Ja, auf jeden Fall, immer doch. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da, über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Und informiert uns, sobald was Neues rund um Backrooms gibt. Dankeschön. Tschüss.